Dankeschön natürlich für den schönen Vortrag, aber auch dafür, dass du in der Zeit geblieben bist. So, dann darf ich die Tanja Fonach nochmal hoch bitten und dann die Vorträge zur Diskussion freigeben. Die Frau Fonach hat ja schon direkt dazu aufgefordert, zu diskutieren zur Frage, wie könnte es denn besser funktionieren? Ja, eher wie schaut es anderswo aus? Müde. Ja, es ist 5 Uhr. Nein, 5 Uhr, 20 vor 6. Ja, ganz da hinten, Lothar Fuchs. Ja. Jetzt ein Home Run. Ja. Ich habe eine Frage zu den natürlichen Abflüssen, mit denen du verglichen hast. Wir haben ja heute Morgen gehört, dass die Bandbreite Außengebiete, die Abflussbeiwerte doch ziemliche Bandbreite haben, und ich habe mich bei dir gewundert, dass du kaum Abfluss von den natürlichen Flächen kriegst. Meinst du, das ist so sauber, korrekt, richtig? Ich habe mich gewundert einfach. Ja, das hängt natürlich extrem stark davon ab, wie ich jetzt diese Fläche simuliere und oder modelliere oder sie annehme. Also in dem Fall haben wir jetzt einfach einmal eine bewaldete Fläche angenommen, wo wir dann auch dementsprechend für die Interzessionsverluste relativ hohe Werte angesetzt haben, wodurch prinzipiell schon einmal kleinere Regenereignisse überhaupt nicht am Boden auftreffen und schon einmal per se überhaupt keinen Abfluss generieren können. Und auch noch am Boden selbst haben wir relativ hohe Muldenverluste, Vernetzungsverluste angenommen und eine relativ hohe Infiltrationsrate. Dadurch hat sich das jetzt ergeben. Das kann in einem anderen Gebiet, je nachdem wie man den Referenzzustand dann auch definiert, einen Ansatz dafür haben wir von Malte Henrichs ja auch bei der Poster-Session schon gehört, kann das Ganze natürlich deutlich anders ausschauen. Also wahrscheinlich Laubwald gewesen, ne? Kein Nadelwald. Ja. Ja, hier vorne gibt es Fragen. Theo Schmidt und Max Maurer. Ja. Ja, dann frage ich mal die Frau Fonach, wenn Sie sagen, dass dieser Zwischenschritt eine Blackbox gewesen ist, wenn das Fenster offen war oder als das Fenster offen war, wie hätten Sie sich denn aus der Sicht der Siedlungswasserwirtschaft gewünscht, dass dieser Prozess mit der Rückkopplung abläuft? Man hat ja so ein bisschen den Eindruck aus dem, was Sie untersucht haben, dass Sie, ich will nicht sagen einseitig, aber eben fokussiert auf die Auswirkungen jetzt wieder von Starkregen geschaut haben. Wenn wir dieses Schlagwort wassersensible Stadtentwicklung ernst nehmen, dann wäre ja wassersensibel mehr als einfach nur die Auswirkungen jetzt bei Starkregen. Wie könnte man denn andere Aspekte von Wasser in der Stadt auch noch berücksichtigen? Und wie gesagt, welche Prozesse oder Schritte hätten Sie sich denn gewünscht, die in dieser Blackbox hätten ablaufen sollen? Ist jetzt gemein, dass ich die Frage an Sie zurückgebe. Jetzt meine Verteidigung, wie das erstellt wurde, war ich noch gar nicht in diesem Gebiet tätig. Aber im Nachhinein hat man immer gut reden. Ich hätte mir gewünscht, dass man weg von der letztendlich parzellenmäßigen Lösung geht. Und ich glaube, wenn man während des Planungsprozesses im Dialog steht, dann kann man eher größere Strategien entwickeln. Also wirklich eben solche Starkregenereignisse abfedern. Weil das funktioniert nicht, wenn jeder Häuselbauer seine eigene kleine Rigole baut. Und solche Ereignisse kommen, das haben wir erlebt. Aber die Frage war eher, wie wir uns da einbringen würden, ja, oder? Mehr Anwesenheit bei diesen Bürgerbeteiligungen wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, wie die dann aufgenommen werden würden, oder wie es aufgenommen werden würde, wenn wir direkt mit solchen Inputs kommen. Weil ich glaube, die Stadt denkt gar nicht daran, dass sie großräumige Strategien entwickeln kann, muss. Und wenn man das größer anspricht, ich hätte mir erhofft, dass, oder ich würde mir erhoffen, dass sie darauf eingehen.
Aber vielleicht ergänzend einfach gefragt, Konzept heißt ja, dass zunächst einmal Flächen ausgewiesen sind in diesen drei Kategorien, die Sie genannt haben, Erweiterung, ja. Strukturänderung und was war das dritte? Verdichtung. Umwandlung. Wenn die einzelne konkrete Maßnahme dann angegangen wird, dann wäre ja meine Hoffnung, dass dann nochmal die Verträglichkeit dieser Entwicklung, also dann wirklich ortsbezogen die Verträglichkeit dieser Entwicklung auf unterschiedliche Bereiche von Wasser nochmal untersucht wird. Oder haben Sie da andere Erfahrungen? Also wenn jetzt eine dieser Flächen, die Sie gezeigt haben, in Rot oder in Blau, mhm. tatsächlich konkret angegangen wird zur Entwicklung, dann finde doch hoffentlich, Klammer auf, Klammer zu, nochmal eine Prüfung von Auswirkungen statt. Aber das ist dann wieder nur eine Prüfung der lokalen Auswirkungen. Ich glaube nicht, dass man dann die Flächen untereinander nochmal abstimmt. Beantwortet das die Frage? Ja, okay. Da, vielleicht noch, weil genau sowas, wie wir vorhin gesehen haben, diese große Wiesenfläche, dass man die als Retentionsbecken verwendet, sowas kommt so gar nicht zustande, so wie es jetzt gehandhabt wird. Und genau das ist der Punkt, wo ich hingehen möchte, Max Maurer, Erwag Schweiz. Was mich gewundert hat, ist, dass Sie sich vor allem stark auf die Wohnbauflächen konzentriert haben. Oder? Und ich glaube, das ist eines der großen Probleme, die wir haben. Wir konzentrieren uns auf die Wohnbauflächen, aber zu sagen, wir können nicht bauen wegen der Siedlung, kann man vergessen, das ist kein Argument. Oder? Das heißt, was mich gewundert hat, ist, dass Sie sich nicht konzentriert haben auf die Grünflächenplanung, auf die Freiflächenplanung. Weil dort, das sind ja die Gebiete, die ebenfalls dann hier auftauchen müssten, in diesen Konzepten auftauchen müssten. Das sind die Gebiete, die interessant sind für die Wohnqualität und das sind auch die Gebiete, die interessant sind für die Siedlungsentwässerung, um dort dann Freiflächen zu haben, die wir eventuell nutzen könnten. Wäre das nicht ein Ansatz, dass wir uns statt auf die Neubaugebiete oder auf die Verdichtungsgebiete konzentrieren, uns auf die Freiflächenplanung konzentrieren und uns dort einbringen? Es wird öfter erwähnt, dass man die bestehenden Grünzüge, es gibt bestimmte durchgehende Grünzüge über die Stadt, dass man die möglichst erhalten möchte und die ökologische Vielfalt. Aber wie gesagt, es wird alles nur ganz unkonkret erwähnt. Und ich glaube nicht, dass Sie bei der Umsetzung daran denken, an solche Mehrfachnutzungen oder so. Die Grünzüge gibt es zwar, aber aus siedlungswasserwirtschaftlicher Sicht glaube ich nicht, dass da viel behandelt wird. Oder? Also was ich andeuten möchte, ist, dort hätten wir die Chance, uns einzugeben, oder? Und ich glaube, dort hätten wir eine größere Chance. Ich weiß nicht, was jetzt die Hamburger und Kölner Kollegen dazu sagen würden, aber wahrscheinlich hätten wir dort eine größere Chance, dann auch Wirkung zu haben. Ja, vielleicht eh. Weitere Fragen? Die Frage ist auch verbunden mit der Möglichkeit, dieses Mikro schmeißen zu dürfen. Ja, Gerrit Bischoff nochmal. Herr Leimgruber, wenn ich das richtig zusammenfasse, wir haben, wenn wir uns an einen möglichst naturnahen Zustand anpassen wollen, die Herausforderung, dass wir die Verdunstung eigentlich viel stärker in den Fokus haben müssen als die Versickerung, weil wir da eigentlich schon relativ gut sind, sogar vielleicht übers Ziel hinausschießen und den Abfluss ganz klar verringern müssen. Ist das richtig? Ja, das war jetzt in dem Fall so, aber es wird sicher generell so sein, dass tendenziell es einmal eine Tendenz gegeben hat, alles zu versickern, unter Anführungszeichen. Damit hat man den Abfluss relativ naturnahe hinbekommen, aber die Evaporationskomponente ist natürlich dadurch nicht wirklich naturnahe. Darum empfiehlt es sich im Endeffekt dann, solche Maßnahmen, Bündelungen oder Aneinanderreihungen von grünen Infrastrukturmaßnahmen zu wählen, weil man damit dann eben einerseits den Abfluss, einerseits die Grundwasseranreicherung in einen natürlichen Zustand bringt und auch die Verdunstung. Ja. Also eben beispielsweise Gründach und den Abfluss vom Gründach doch dann noch weiter, entweder flächenmäßig oder in einer Mulde oder Ähnlichem zur Versickerung bringt. Ja, danke. Gut, dann mit dieser zufriedenstellend beantworteten Frage möchte ich die Session beenden und nochmal an Theo Schmidt weitergeben, der noch ein paar Worte zum
zur Abendveranstaltung sagen wird. Ja, ich möchte für Sie alle einfach nur noch darauf hinweisen, wie es weitergeht. Wir waren leider im Vorfeld gezwungen, die Abendveranstaltung mit einem gesonderten Kostenbeitrag auszuweisen, was leider dazu geführt hat, dass sich nicht alle für die Abendveranstaltung angemeldet haben. Das ist bedauerlich, wir bedauern es auch, aber nicht zu ändern. Für diejenigen, die nicht zur Abendveranstaltung gehen, denen sei viel Spaß draußen in der Welt oder zumindest außerhalb der Festhalle und außerhalb des Parkhotels gewünscht. Die anderen, wir würden um 19 Uhr uns im Parkhotel im Restaurantbereich zur Abendveranstaltung treffen und wir werden einen Weg finden, irgendwann das Ende der Abendveranstaltung zu signalisieren. Es geht morgen früh nämlich weiter und es soll weiter gearbeitet werden ab 9 Uhr und ich darf Ihnen versprechen, dass wir morgen genauso interessante Beiträge haben wie heute und von daher sollten Sie aufgeweckt und wach sein, wenn morgen die ersten Referenten vortragen. Aber genießen Sie den Abend heute Abend erst, wo immer Sie sich in Landau, jetzt habe ich eingeordnet, dass wir in Landau sind, in Landau oder im näheren oder im weiteren Umfeld befinden. Viel Spaß heute Abend zusammen bei unserer Runde oder in Ihrer persönlichen Unternehmung und morgen früh um 9 in aller Frische. Bis dahin.